Ihr mich sehen? Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe euch heute was Schönes mitgebracht. Und zwar sind das zwei Schnipsel von einer Aluminiumfolie. Und damit werde ich heute zaubern. Ich wickele mir das um die Finger. Weil ihr liebt es, Zauberkunststücke zu sehen. Und hier werde ich euch ein Zauberkunststück zeigen. Natürlich werde ich den Trick nicht verraten, aber wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr vielleicht den Trick selber erraten. Also hier und hier sind zwei Finger. Und die verwandle ich jetzt in zwei Täubchen. Das sind zwei Tauben. Und diese zwei Tauben sitzen auf einem Dach. Und da fliegt die eine Taube weg. Nanu, nur noch ein Finger. Und dann fliegt die zweite Taube weg. Oh, auch nur noch ein Finger. Keine Tauben sitzen mehr auf dem Dach. Oh, wie schade. Aber wenn ich sie jetzt rufe, kommen die lieben Täubchen, kommt. Put, 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 put. Ich habe euch Futter geholt. Dann passiert Folgendes. Eine Taube fliegt wieder aufs Dach. Und die nächste Taube ist wieder aufs Dach geflogen. Könnt ihr sehen? Die Tauben sind wieder da. Zwei Täubchen sitzen auf einem Dach. Die eine flog weg, die andere flog weg. Oh, nun sind sie wieder beide weg. Die eine kommt wieder, die andere kommt wieder. Da sind sie wieder. Oh, wie schön. Hallo, ihr beiden Täubchen. Ich habe euch sehr vermisst. Wollt ihr denn jetzt auch Futter haben? Jetzt sind sie sauer auf mich, weil sie immer noch kein Futter bekommen haben. Zwei Täubchen sitzen auf einem Dach. Das eine Täubchen fliegt weg und das andere Täubchen fliegt weg. Und ich glaube, sie sind so weit weggeflogen, dass sie garantiert nie wiederkommen. Oder? Wollen wir sie nochmal rufen? Täubchen, Täubchen, komm zu uns zurück. Gru, 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 gru. Jetzt sitzen wieder zwei Täubchen auf einem Dach. So, das war der erste Zaubertrick mit dem Täubchen. Das ist ein Zaubertrick, wenn man genau hinschaut, kann man sehen, wie dieser Zaubertrick funktioniert. Aber nun habe ich noch einen Zaubertrick für euch. Das hier sind zwei Hasenohren. Könnt ihr sehen? Zwei Ohren vom Hasen. Und der möchte nicht mehr alleine sein. Und der ruft einen zweiten Hasen. Hallo, Hase, bist du da? Und er klopft an. Da kommt ein Hasenohr. Aber wo ist dein zweites Hasenohr? Und er klopft an. Da ist das zweite Hasenohr. Jetzt sieht man zwei Hasen. Aber ganz schnell klopft der Hase bei dem anderen an. Und nun ist der Hase weg. Er klopft nochmal. Und dann ist der Hase mit einem Ohr da. Er klopft nochmal und jetzt sind wieder zweimal zwei Hasen da. Und nun klopfen sie sich gegenseitig an. Zack, zack. Und nun sind alle Hasen wieder weg. Oh, wie schade. Das war ein Zaubertrick. Den können sogar die Jüngsten von euch schon selber. Und die nächsten Male werde ich euch vielleicht nochmal
Zaubertricks zeigen, die noch viel interessanter sind. Aber dafür muss ich mich erstmal lange, lange vorbereiten und vielleicht in eine Zauberschule gehen. Denn wenn man in eine Zauberschule geht, liebe Leute, das müsst ihr wissen, wenn man in eine Zauberschule geht, dann lernt man das Zaubern richtig. Kennt ihr Harry Potter? Der kann richtig gut zaubern. Und das schaffe ich leider noch nicht. Und deswegen werde ich erstmal losmarschieren, um eine Zauberschule zu besuchen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.